Hallöchen, hier ist Kyoko und dies ist mein neues Wochenendprojekt, das ich gerade nur noch auf einem Ohr höre, was irgendwie ein bisschen beunruhigend ist. Naja, passt trotzdem. Ja, und ich werde die nächsten Wochenenden, Samstag und Sonntag, Sonic Rush hochladen. Ich habe endlich eine Möglichkeit gefunden, das aufzunehmen. Das wollte vorher nämlich immer nicht. Und wie ich diese Demos liebe, aber dann soll sie mal eben vor sich hinlaufen. Naja, und eigentlich ist zu diesem Zeitpunkt Sonic Battle immer noch nicht fertig, aber ich kriege die fehlende Attacke einfach nicht, die mir jetzt noch für den finalen Kampf fehlt. Ich bin aber immer noch immer wieder dabei, die Sonic-Episode durchzuspielen. Und sobald ich sie habe, werde ich dann den letzten Part zu Sonic Battle hochladen. Aber damit wir immer noch ein bisschen Abwechslung haben, fange ich wie gesagt jetzt Sonic Rush an. Wollte ich eigentlich auch schon viel früher machen, eigentlich direkt nach Sonic Advance. Aber das hat leider nicht so hingehauen. Dieses Spiel ist damals 2005 am 18. ja, 18. November ist es erschienen in Europa, also auch hier in Deutschland. Weltweit war es ein paar Tage früher oder später. Und es hatte viele, viele Neuerungen, die ich eigentlich, als ich dann 2007 endlich meinen NDS bekam und das Spiel kriegen konnte, ja, Weihnachten 2007. Naja, und ich war erstmal total, ja, ich muss das Spiel unbedingt spielen, bla, hoffentlich ist es ähnlich wie Sonic Advance, aber es hat, wie gesagt, sehr massive Änderungen. Einfach auch, weil der Nintendo DS viele neue Möglichkeiten der Grafikdarstellung geboten hat. Und so ist dieses Spiel so ein bisschen in 2D, 3D abgeleitet. Oder abgeglitten, genau. Was sich eigentlich auch sehen lassen kann, aber ich fand es sehr gewöhnungsbedürftig und muss gestehen, ich bin bis heute noch sehr unglücklich damit und habe es doch lieber so, wie ich es auf dem Advance hatte. So, mal gucken. Spielerdaten. Warum steht hier schon ein Name? Bill N? Hä? Das ist ja doof. So. Ja, mal gucken. Vielleicht kriege ich die Daten irgendwie geändert. Kann sein, dass es am BIOS von dem... Das ist jetzt... Emulator, genau. Am BIOS von diesem Emulator liegt. Ich habe doch eigentlich... Sind die Tasten vertauscht? Tatsache. Okay, da ist wieder dieser komische Bild. Und ja, ich hatte eigentlich auch die Emulator-Tasten so eingestellt, dass sie mit meinem Gamepad übereinstimmen, so wie auf dem Gameboy... Nicht Gameboy Advance, Nintendo DS. Oh Mann. Ist das ein schlechter erster Part? Naja, und jetzt sind die Tasten doch vertauscht. Aber man kann es dennoch spielen. Deswegen will ich mal keine Pussy sein. On your mark, ready. Und ab geht es in den Leaf Storm. Man sieht hier, oder vor allen Dingen hat man vorhin schon gehört, dass es vom Sound her extrem zugenommen hat. Und ich muss sagen, der Soundtrack zu Sonic Rush und auch Sonic Rush Adventure gefällt mir persönlich sehr. Habe ich nicht zu meckern, weil es dann auch noch mit Stimmen und alles eingefügt wurde und ja, es ist auf jeden Fall eine coole Abwechslung und hat auch dementsprechend was Eigenes, wie ich finde. So. Man sieht, dass neu hinzugekommen ist diese Leiste, die wir hier haben mit dem Stern oben. Das ist unser Boost bzw. Turbo. Ich kann jetzt nicht sagen, welche Taste vom Nintendo DS dafür belegt war, weil das bei mir jetzt irgendwie alles komplett anders eingestellt ist und sich nicht umstellen lässt. Aber je nachdem habt ihr eben diese Boost-Taste. Und diese Teile hier sind dazu da, um die Chaos Emeralds zu sammeln. Dann muss man dann rechtzeitig loslassen. Da öffnet sich halt so ein Tor. Wie ist man da jetzt noch mal reingesprungen? Ich glaube, man konnte da reinspringen. Zumindest erinnere ich mich so daran. Und man musste es halt erstmal aktivieren, indem man seinen Boost daran verschwendete. Wie ich das gerade getan habe, aber ich bin irgendwie nicht reingekommen.
Mal gucken, eventuell sammeln wir die Chaos Emeralds im Nachhinein. Ja, ich glaube, ich mache das, wenn dann wieder so wie bei Sonic Advance, dass wir... Die Stelle ist auch gefährlich. Da muss man aufpassen, dass man nicht so unvorsichtig ist und dann diese Ranken nicht zum Grinden nutzt. Weil ansonsten würde man normalerweise sein Leben verlieren, indem man in den Abgrund fällt. Ist uns aber jetzt glücklicherweise nicht passiert. Und schon im Ziel. Erstes Level. Sonic the Hedgehog. Act 1 clear. So, jetzt kriegen wir nochmal eine schöne Punktzahl, nehme ich an. Nun B. Naja, können wir trotzdem mitnehmen. Und Leaf Storm 2. Was ihr später auch auf jeden Fall... Oh, die Flickies. Oh, mit Nestern. Oh, die fliegen sogar weg. Gott, was einem im Nachhinein alles auffällt. Wirklich echt toll. Naja, in den Advanced-Teilen war es ja nicht so, dass man direkt Story hatte. Also im ersten Advanced-Teil so gar nicht. In den späteren ist es dann zumindest ein bisschen mehr geworden, wenn man einen Charakter freigespielt hatte. Aber so viel mehr, dass es eigentlich groß nennenswert war, ist es nicht. Und hier bekommen wir dann erstmals auch nochmal eine richtige Story, die wir nicht nachlesen müssen, sondern die man im Spielverlauf auch unweigerlich mitbekommt, weil halt auch Dialoge stattfinden und ähnliches. Und die Story ist sogar jetzt nicht so, okay, wir haben einen Charakter, der mal nur in diesem Spiel wichtig ist, sondern sogar fortführend. Geht es nämlich um Blaze, wie man im Intro schon gesehen hat, beziehungsweise im Startbildschirm. Und sie ist auch der zweite Charakter, den wir in diesem Spiel spielen können. In diesem Play werden wir das so machen, dass ich erst Sonic durchspiele und danach Blaze nochmal. Die Level sind... Ich weiß jetzt nicht, ob sie wirklich identisch sind, aber die Storyverläufe sind anders und die Reihenfolgen auch. Ach, warum habe ich denn jetzt die ganze Zeit keinen Boost? Das ist doch ätzend. Aber ich glaube, ich nehme lieber die Ringe mit. So. Genau. Aber ohne Ringe möchte ich hier nicht weiter. Und diese Teile hier sind jetzt, glaube ich, die neuen... Ja, das sind die neuen Checkpoints. Ich bekomme gerade wieder Besuch. Hallo! Ja, ich erwische irgendwie immer die Uhrzeiten zum Aufnehmen, wenn der Bruder von meinem Freund wieder von der Arbeit kommt. Wow, das war blöd, das war blöd, das war blöd. Bei automatischen Sachen am besten nicht aus der Fassung bringen lassen und in unpraktischen Situationen springen. Meine Güte. Für diejenigen, die sich vielleicht denken, dass es doch total langweilig ist, wenn ich das Spiel aufnehme und... Naja, dass dann halt oben und unten der Bildschirm ist, weil es ja viele Möglichkeiten gibt. Oh Mann. Ja, deswegen sollte man auch keine Ringe verloren haben, weil irgendwie kann Sonic sonst nichts Wirkliches, um sich zu verteidigen. Hab ich zumindest so das Gefühl. Und wenn man dann keine Ringe hat, dann kriegt man böse auf den Kopf. So, gib Gas und baller ihn weg. So, und diesmal sind wir nicht so blöd. Okay, bitte Gas geben. Ja, 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 ja. Gefährlich. Aber im Ziel. Yes. Na, jedenfalls, man hat ja Sonic hier vom einen Bildschirm in den nächsten laufen. Und deswegen will ich die nicht trennen. Also sie werden in irgendeiner Art und Weise in meinem... späterem Design jetzt übereinander sein. Das seht ihr ja jetzt schon, da bin ich mir gerade noch am Gedanken machen. Und dann wird es halt so angepasst. So. Eggman, was führst du denn wieder im Schilde? Sonic, du kleine Nervensäge.
Bald werde ich die ultimative Kraft haben und unverwundbar sein. Ha, ich weiß ja nicht, was du vorhast, aber schlag dir das mal lieber aus dem Kopf. Ist auch ganz süß gemacht, dass da unten dann so eine virtuelle Kassette abgespielt wurde. So, Leaf Storm versus Boss. So, und das sind jetzt so, ups, die neuen Darstellungen der Bosskämpfe. Ich bin jetzt gerade ein bisschen sehr schlecht, weil, keine Ahnung. So. Okay, bin wohl doch nicht so schlecht. Na, jedenfalls ist es ganz nett, dass die Bosskämpfe so ihre eigene Art und Weise bekommen haben. Im neuen 3D-Genre. Oder 2,5D. Ich weiß immer nicht, wie ich das nennen soll. No. Da der Nintendo DS ja von der Darstellung so nah an dem N64 ist, hätten sowohl Sonic Games ausgesehen, wenn sie auf dem Nintendo 64 erschienen wären. Aber das sind sie ja nicht, weil wir damals ja noch die Sega-Konsole hatten. So, er hat immer noch mal einen so einen Special Move, der eingesetzt wird. Dem, vor dem ist eigentlich auch nicht viel zu befürchten. So, und unten, was auch noch super praktisch ist, sieht man dann auch die Lebensanzeige, weiß ganz genau, wie oft man sich den noch antun muss. Oh. Und jetzt macht er ein bisschen hinne. Ach, nicht schon wieder. So. Oh, 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 oh. Das war nicht gut. Und da hat er mich aus dem Rand gekickt. Ah. Nicht schön, nicht schön, nicht schön. Sowas kann ich echt nicht leiden. Und ich habe mich so drauf gefreut, dass wir den vielleicht flawless, also ohne Fehler, platt kriegen. Naja, aber da hat er dann am Ende doch zu viel Speed drauf gehabt. So, Sonic. Oh Gott, ich dachte schon, nur weil er gerade eingerollt war, er trifft ihn nicht mehr. Los! Ja? Du machst mir keine Angst. Und ich wundere mich gerade, warum Tails da unten nicht rumwuselt, so wie in der Demo. Aber vielleicht ist das ja erst bei einem anderen Gegner so. Irgendwie backt der Himmel rum, kann das sein? So ein bisschen strange. Nein! Oh Mann! Okay, man darf sich überhaupt nicht von dem Ding treffen lassen und ich bin im falschen Moment gesprungen. Sowas ist doch ärgerlich. Ich habe noch ein Leben. Auf dem Game Over habe ich überhaupt keinen Bock, aber ich ahne schon, dass das ist, was gleich passieren wird. Es ist auch echt was anderes, wenn man halt kommentiert und irgendwas zockt. Ich kann es nur immer wieder sagen, probiert es mal selber aus, zu kommentieren, wenn ihr irgendetwas spielt, was eigentlich einfach ist und was man gut können sollte. Und guckt dann einfach mal, wie ihr zu sonstigen Verhältnissen abschneidet und was ihr vielleicht auch einfach für dumme Fehler macht. Das ist unglaublich, was man sich manchmal erlaubt. Oh, wie sowas. Dieser Controller ist echt scheiße manchmal. Eigentlich hatte ich ja auch noch ein ganz anderes Wochenendprojekt geplant, weil ich bin jetzt die letzten Tage bei meinem Freund und da könnte ich dann halt noch an seinem PC aufnehmen und da wir herausgefunden haben, wie wir doch wieder rendern können, wollte ich halt Sonic 4, also ja, Episode 1 machen, Sonic 4 Episode 1, aber das Spiel nimmt meinen Controller nicht an. Wisst ihr da vielleicht, woran das liegen könnte? Weswegen der den einfach nicht akzeptiert? So. Oh, eins und zwei und drei. So, gut. Jetzt bitte noch zweimal treffen lassen. Ich habe langsam keinen Bock mehr. So, spring!
aus Sonic. Gleich wird er bestimmt wieder seine Scheißattacke einsetzen. Genau. Oh nein, das war wieder zu früh. Oh, ist das ätzend. Ich weiß auch gar nicht, ob dieser Emulator PGS jetzt Safe States hat, aber es ist mir jetzt eigentlich auch egal. Wir kriegen das auch schon ohnehin. Und da muss ich mich eben am Ende mehr konzentrieren. Oh Gott, das ist der erste Boss und es geht schon wieder so schief. Oh, es nervt mich gerade richtig an. Was? Sonic! Ich glaube, ich sollte vielleicht doch mal versuchen, die Steuerung irgendwie besser einzustellen. Ich will keine unnötigen Attacken einsetzen. Los! Natürlich hast du mich jetzt getroffen. Da kann ich auch gleich hier stehen bleiben. Oh Mann. Einmal rüber mit dem Müll. Nimm deine Box wieder mit. Ja, ja, ja. Ich bin ja schon bereit für deine komischen, dämlichen Attacken. Ach ja, und ich mag es, dass es jetzt eine Sprachausgabe bekommen hat. Und... Oh. Nur einmal? Okay. Bin ich einverstanden mit. Los! Oh Mann! Und jetzt setzt er bestimmt wieder zweimal ein oder so. Okay, jetzt ist er schneller. Und jetzt wird es bestimmt einfach nur noch eklig. So. Oh Gott. Lass ihn jetzt einfach nur noch mal auf mich drauf stampfen. Nein, natürlich nicht. So. So. Oh, das war knapp. Das war scheiße knapp. So, und jetzt darf ich nichts Dummes machen. Oh nein! Oh, jetzt muss ich nochmal ausweichen. Das macht mich nervös. Das macht mich echt nervös. Komm schon. Jetzt drauf. Los. Na also. Geht doch. Ja, und so sieht auch nochmal das Vernichten des Eggmans ein bisschen eindrucksvoll aus. Das werde ich mir merken. Warte, Eggman. Was ist das denn? Woo! Was? Endlich habe ich den zweiten. Danke, dass du ihn besiegt hast. Wer ist das? So, und da jetzt auch mein Freund von der Arbeit zurück ist, müssen wir an der Stelle den Part beenden. Wollte ich ohnehin machen, aber jetzt drängt es ein bisschen. So, er zählt ab. Ja, wir machen das irgendwann nochmal. Okay, und da haben wir jetzt die Weltkarte. Ich hoffe, wir kommen beim nächsten Mal wieder an der Stelle raus. Ansonsten spiele ich es bis hier nochmal hoch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat der erste Part gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Liebe Grüße, eure Kyoko.